Er hat die Haare noch nicht schön. Aber Katharina Strassel wird freundlicherweise jetzt gleich dafür sorgen, dass Philipp, alles okay hier? Ja, ja. Endlich mal eine gescheite Frisur hat. Drei Hörer haben entschieden, es soll die Frisur werden von Cristiano Ronaldo. Die wolltest du doch schon immer mal haben. Ich will seinen Körper, aber nicht seine Frisur. Ja, blöd gelaufen. Ich habe drei Wochen nicht mehr Haare gewaschen. Drei Wochen nicht mehr Haare gewaschen. Ja. Weißt du warum? Ich habe so dünne Federn. Entstaubst du immer nur, oder wie? Nein, wenn ich sie nicht wasche, dann sind sie dicker und verfilzter. Weißt du, dann kann ich es besser aufstellen. Das wird jetzt schon sehr Damensalon-mäßig da hier, ich merk's, ja. Aber du geduscht hast du schon zwischendurch einmal. Boah, muss ich nachschauen. Wir sind gerade mal 5 Minuten da und schon gibt's erste Beschwerden. Ja, nein, nur nicht ins Ohr. Weißt du, ins Ohr mag ich es nicht. Das ist immer so ein unangenehmes Gefühl, wenn das Wasser im Ohr ist. So, Kathi, wie gehen wir es jetzt an? Also Ronaldo ist jetzt vorne am Spiegel aufgepickt, damit der Philipp sich nicht sieht, aber den Ronaldo sieht. Ja, ja. Es wird für mich mehr so ein Malen nach Zahlen. Also ich habe ihn quasi vor mir. Schau mal, was rauskommt. Also so. Er bringt nichts mit, das der Ronaldo mitbringt. Weder die Haarqualität, noch den Körperbau, noch das Gesicht. Na, ich hoffe, dass er mal das erste Mal in seinem Leben eine Frisur bekommt. Okay. Das ist hier für Hansa-Bashing, weißt du? Kannst du dich bitte konzentrieren weiter? Ja, danke. Ja, ist so. Manche Dinge muss man aussprechen, oder Kathi? Absolut. Versuch dich auf das Bild zu konzentrieren. Vielleicht nimmst du ein bisschen was auf von ihm. Super Fotos. Das wird der Ronaldo für Arme heute. Schwierige Haare, sagst du? Ganz, ganz schwierige Haare. Was ist schwieriger denn Haaren? Na, wenig und das, was da ist, steht nicht. Das hast du auch noch nie gehört. Habe ich schon ein paar Mal gehört. Schön, dass ich das jetzt aber nicht. Okay. Jetzt kommt die typische Ronaldo-Matte. Die nach hinten, schau. Das wird eingeföhnt sogar. Dass das noch härter dann wird, oder? Ja, dass es noch ein bisschen flacher wird. Das ist so ein bisschen, Ronaldo hat ein bisschen so ein, kennst du den dummen Kopf? Und den blöden. Das ist nicht nett, wie du von Philipp sprichst. Nein, das ist ja, fertig. Bist du zufrieden? Ja, mehr geht nicht. Mehr geht wunderbar. Nicht. Okay, wunderbar. Achtung, ich präsentiere Ihnen Philipp Ronaldo Hansa. Na? Ist das nicht ein Fächer? Na, ist das. Wer ist es jetzt? Ist es er? Oder? Na? Hier. Ich glaube, in Zukunft werden viele drei Hörer zur Karte kommen und sagen: Macht's mir den Hansa. Ja. So schaut er aus, der Hansa.